Yoga Sutras von Patanjali, Sutra 3 lautet, Tada Dreshtu Svarupe Avasthanam. Tada bedeutet dann Dreshtu bedeutet der Seher oder das Selbst, Svarupe bedeutet seine wahre Natur. Oder vom Avasthanam ruhen verweilen, das Sutra kann also übersetzt werden. Wenn der Seher in seiner wahren Natur verweilt. Bedeutung des Sutra 3 in der Yoga-Philosophie, Sutra 3 ist von entscheidender Bedeutung. Weil es das Ergebnis der Yoga-Praxis beschreibt. Wie es in den vorhergehenden Sutras beschrieben wurde, Selbstverwirklichung, wenn das Bewusstsein eines Individuums frei von mentalen Verzerrungen ist, wird oft als das ultimative Ziel des Yoga angesehen. Selbsterkenntnis und innerer Frieden können hier erfahren werden. Kommentar von Swami Vivekananda 18631902. Swami Vivekananda sah in diesem Sutra eine Bestätigung der Fähigkeit des Einzelnen, seine göttliche Natur zu erkennen. Und verstand Yoga als eine Reise zum Erwachen des eigenen wahren Selbst, das jenseits körperlicher und geistiger Begrenzungen liegt. T. Krishnamacharya 1888-1989. Krishnamacharya verstand dieses Sutra als Darstellung eines idealen Zustands der Konzentration, in dem ein Individuum vollständig in sein wahres Selbst eintaucht. Er betonte die Notwendigkeit disziplinierter Techniken, um diesen Zustand zu erreichen. Swami Shivananda 18871963, in Shivanandas Sutra geht es darum, sich selbst innerhalb des universellen Bewusstseins zu verwirklichen und Meditation, Dienst am Nächsten und Hingabe als Mittel zu nutzen, um dieses Verständnis zu erreichen. Swami Satyananda Saraswati 1923-2009, interpretierte dieses Sutra als eine Aufforderung, aus einem Zustand reinen Bewusstseins herauszuleben, und schlug vor, Yoga-Praktiken in das tägliche Leben zu integrieren, um mit unserem wahren Selbst in Kontakt und in Harmonie zu bleiben. Danke fürs Zuschauen. Für weitere Informationen besucht unseren Blog, den Link findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Updates zu unseren neuesten Inhalten zu verpassen. Namaskar, Hari Om, und bis zum nächsten Mal. Danke.